So, dann gehen wir jetzt in diese Welt. Tollkühne, was stand da? Tollkühne, was? Tollkühne Trapezträume. Oh. Juhu, wieder so, so eine schöne Casino-Welt. Ah, schön. Und kommt da Geräusch, wenn ich jetzt drauf trete? Oh, nein. Das ist ganz anderes. Hoppala. So. Gucken wir jetzt erstmal zunächst, was hier drauf ist. Hier ist doch garantiert etwas, ne? Nein, ist nicht. Na gut. Oh ja, soviel zum Thema Trapez. Kann sich überschlagen, das wäre schon ziemlich geil. Also es geht ja immer höher, ne? Aber ich glaube, das war es jetzt mit der Höhe, ne? Na gut. Springen wir mal ab. Hoppala. Na? Komm doch her, Trapez. Oh, dieses Trapez hält nicht still. Es mobbt mich. Ah, toll. Hoppala. Vermutlich jetzt in die Seite. Von der Seite aus, ne? Oh ja. Okay. Trapezspiele sind auch gar nicht mal so schlecht, ne? Gut, damit hätten wir das schon mal abgeschafft. Oder geschafft. Abgeschafft, wie komme ich drauf? Ach du Scheiße. Verarschen? Die warten ja nur drauf, mich zu fressen. Gibt's da ein Item? Bitte. Oh, geil! Ich mache keine platt. Wie am Fließband. So, ich hoffe, das ist jetzt keine Ablenkung auf ein Geheimnis oder so. So, wir hatten alle platt, ne? Juhu, der ist erst das zweite Mal da, ne? So ein Maxi-Pilz. Ich meine, einmal in der Welt 1 und das war's, glaube ich, auch, ne? Und da ist der Stempel. Ich habe ihn noch genau gesehen hier. Und aber hier ist erstmal eine Röhre. So gut versteckt, da gehen wir erstmal rein. So, was haben wir hier zu finden? Power. Na gut, heißt Münzen sammeln. Oh, scheiße. Wir sind im Zeitverzug. So. So. Puh, war gar nicht mal so schwer, ne? Das ging eigentlich wirklich. So, und jetzt holen wir uns diesen schönen, schönen Stempel. Weil alles gerade so gut läuft. Hoppala, jetzt geht es plötzlich schief. Halt stehen! Oh, aber den Stempel haben sie diesmal nicht so gut versteckt. Naja, was soll's. Kümmert sich kein Schwein drum. Oh, oh. Die Zeit kümmert sich um uns. Hopp. Hoppala, schnell. Nein, wir müssen das Level nochmal machen. Scheiße, nein. Ach, sowas Doofes aber auch. Naja, ist nicht schlimm. Ich habe ja nichts gegen das Spiel, ne? Das Spiel ist super. Das war ein Fail, aber dazu habe ich jetzt wirklich gar nichts gesagt am Anfang, ey. Oh, ich dachte so, shit, ey. Habe ich erstmal so gedacht. Hoppala. Tut mir leid, wollte ich nicht. Na gut. Machen wir nochmal hier die schönen Münzen. Die waren eigentlich ganz schön interessant.
So. Und nun. Wir machen es auf bequeme Art und Weise. Wir laufen nicht da durch, auf keinen Fall. Wir warten, bis wir da hinten sind. Ja, so ist es wirklich einfach. Aber sehr einfach. Scheiße! Ah! Da hab ich dich. So, damit haben wir einen Arbeitsspeicher. Ach, ich denke gerade an Arbeitsspeicher. Sag, dann haben wir jetzt alle Stempel, meinte ich, in diesem Level. Ja, ich habe ja neulich ja, den Arbeitsspeicher gekauft, neuen Arbeitsspeicher. Das habe ich gerade vermischt und jetzt habe ich es wieder verkackt. Ist ja auch ganz egal. Ach, Mist. Nein! Nicht nochmal. Wir müssen nochmal zur Röhre. Aber das mache ich nochmal gerne. Einmal mache ich das noch gerne. So. Alle Münzen müssen weg. Ich sehe da kein Problem drin. Puh, und ich denke schon, Scheiße, wir haben es verkackt, aber nee, es ist noch gut gegangen. Gut, sind wir nicht da. Rüber. Springen. Vorsicht! So. Stempel da. Und jetzt machen wir das mit dem Trapez nochmal vernünftig. Ich hoffe, das klingt uns diesmal. Upsala. Ach komm schon, Trapez. Verarsch mich nicht. Ey, 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 ey. Nein! Ja! Nein! Ich... Oh, das war so knapp und jetzt bin ich wieder kaputt. Ach Mist. Ach, das Leben ist fies zu mir. Aber scheiß drauf. So, jetzt gelingt uns das aber. Mit diesem Leben werden wir es schaffen. So, Münzen, diese, das. Oh, Mensch, war das knapp, ey. Warum bin ich auf die Idee gekommen, das quer zu machen? Mit hin und her laufen, oh Gott, ey. Und mein Meerschweinchen kommt hier gerade aus seinem Käfig raus. Was gerade sehr unpassend ist. Oh, ich habe die Tür offen gelassen, aber ich hab's, weil ich es denen erlaube. Dürfen wir gerne auf meinem Teppich rumlaufen, aber nicht drauf kacken, dann bin ich sehr sauer. Aber mittlerweile haben sie die letzten Tage das nicht gemacht, was sehr gut ist. So. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass ich eben links da nochmal einen Tod gesehen habe eben. Ich guck mal es nachher nochmal an. Scheiße, es ist auch unser kleiner Mini-Pilz weg. Unser Pilz weg. Oh, ich hüpf zu viel, ey. Okay, jetzt machen wir es nochmal ganz bequem. Erstmal machen wir diese Viecher weg. Weil der Mega-Pilz sowieso geil ist. So. Schön weg. So. Und jetzt müssen... Hoppla. So, und jetzt müssten es genug sein mit dem Piranhas.
Ich habe jetzt langsam keine Lust mehr auf Piranhas, von diesen Viechern da bedroht zu werden, deswegen habe ich die jetzt tot gemacht. So. Und damit sind die Viecher tot. Ach, ich meine die Münzen weg. Oh Mann, ey. Heute bin ich irgendwie ein bisschen abgelenkt, wie ja nicht jeden Tag. So. Ja, wehe, mein Meerschweinchen läuft jetzt unterm Schreibtisch. Was läuft hier gerade vorm Fernseher rum hin und her? Schade, ich jetzt keine Kamera. Ah, da war wirklich ein Tod. Aber wie soll man denn zu denen kommen? Ja, wenn man da. Ich glaube, das ist ein Easter Egg. Vielleicht sollten wir das Level nochmal machen gleich. Mit einem Katzen-Item. Vielleicht nochmal. Nein! Ich hasse dieses Level. Nein, ich will keine Hilfe. Ach Mensch, viele beschweren sich von diesen. Ach! Viele alte Gamer beschweren sich über dieses Waschbärenkostüm. Das weiße, unbesiegbare, wo du vom Gegner nicht mehr getroffen werden kannst. Ich finde das auch sehr scheiße. Weil viele beschweren sich, dass man dann so leicht die Level beenden kann und die Level sowas von einfach werden. Ich bin auch der Meinung, ne? Weil früher hast du richtig gekämpft, um das Level zu beenden, wenn du nicht weiterkamst. Und jetzt kannst du einfach, ja, ich nehme einfach mal den Waschbären, das geht ruckzuck und so. Ne? Viele beschweren sich deswegen und ich finde, das ist auch richtig so, weil ich meine, dieses Waschbärenkostüm macht das echt einfach. Viel zu einfach. So. Dieses kleine Schweinchen soll mir jetzt nicht das Kabel anknabbern hier. Das ist nämlich gerade von unten, von meinem Vater gerade. Dieses Ladekabel. Und wenn er das mir anknabbert, dann habe ich kein Ladekabel mehr für den Pro-Controller. Weil es einer hat das schon wirklich angeknabbert. Das eine ist schon durch. Naja, ich vermute mal, im Moment knabbern sie gar nicht mehr Kabel. Ich glaube, nur diese 18 Volt an diesen, an dieser Ladestation haben ihnen erstmal gereicht. Denn das ist schon ein kleiner Schock für das Meerschweinchen. Naja. 18 Volt tut schon ein bisschen. Zuckt schon ein bisschen für ein Schweinchen, ne? Aber ist ja nicht tödlich gewesen. Meerschweinchen steht noch. Das ist mittlerweile schon so lange her. Wenn es Nachfolgen hätte, dann wäre es schon längst gekommen. Ich weiß es ein bisschen. Ich bin aus in der Azubi in Elektronik. Alles ist gut. Oh toll, ich krieg Besuch. Jetzt kommt er ja noch zu meinen Füßen, ey. Juhu! Oh, Entschuldigung. Oh Mann, ich habe nur einmal meinen Fuß bewegt und schon sind sie alle abgehauen. Der eine hinter die Heizung an ihren Lieblingsort, wenn sie mal draußen sind. Da habe ich extra ein schönes Tuch hingelegt, damit können sie vollscheißen. Ja. So geht das auch, ne? Ich glaube, der Tod will irgendwas, ne? Wir müssen mal zu den Tod nochmal hin. Aber wie kommt man da hin? Ich gehe jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir beenden erstmal das Level und dann kommen wir mit Katzenkostüm nochmal wieder. Es hat geklappt, ey. Ich fass es nicht. Wir werden gleich mit Katzenkostüm nochmal wiederkommen. Hups, Lag, Einbruch, Fraps-Einbruch, warum auch immer. Weil dieser Tod, den möchte ich unbedingt mal. Ah! Oh, ernsthaft? Dieses Level verflucht mich irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie ist das ein Fluch, das Level. Mensch. Und jetzt muss ich sogar noch niesen, ey. Entschuldigung. Ich hoffe, eure Ohren sind jetzt nicht geplatzt am Headset-Trigger. Weil ich werde sowieso vergessen, das rauszuschneiden, weil ich die Stelle sowieso nicht mal wiederfinden werde.
Naja. Supi. Grüner Stern. Oh Mann, ey, ich hasse dieses Level. Pass auf, wir machen ein schönes Spielchen. Ich halte jetzt die Klappe bis zum Ende dieses Levels. Weil ihr seht ja, mal sehen. Vielleicht klappt das ja, wenn ich jetzt einmal die fürs Ende, bis zum Ende dieses Levels die Klappe halte. Ich versuch's. Ab jetzt. Ihr seht, es kann klappen, ne? Puh, also ihr seht, es klappt wirklich, wenn man mal ein bisschen die Klappe hält. Nur noch bis zum Ende dieses Levels. Es klappt doch nicht! Ich hasse Trapeze! Ich hasse Trapeze, das ist doch so klar. Trapezwahnsinn. Also mit Klappe halten geht das wohl auch nicht. Aber ich war viel konzentrierter. So, blaue Münzen, check. Jetzt kommt das Trapez nochmal. Der blaue, den Stempel holen wir uns einfach mal unterwegs. Hoppala. Alter, war das knapp, ey. So, mit Glück funktioniert das jetzt. Oh, Trapez, jetzt verarsch mich nicht mehr, ey. Ich habe meine Lektion jetzt gelernt, Trapez, ist doch geil. Okay, los geht's. So. Und dieses Trapez, was jetzt kommt, das hasse ich am allermeisten, ey. Ach Mensch, ey. Ich krieg das einfach nicht hin, ey. Oh Mann, ey.
Von diesem Schwung von diesem blöden Ding da, das uns transportiert, gebe ich dir nochmal trotzdem nochmal etwas Schwung, damit ich da rüberkomme. Aber durch diesen Schwung mit diesen Bewegungsdings da, das uns dahin transportiert hat, fliegt man hier erstmal ein paar Meter weiter, ne? Ey, oh, das Spiel ist sowas von gemein. Ach, Mensch. Aber sterben kann man nicht hier. Das ist mal klar. Ich hatte eben 35 Leben, jetzt habe ich schon wieder 38 hier. Durch diesen blauen Münzen verliert man gar nichts an Münzen. Und Leben. Also man hat schon mal keinen Verlust. Was wäre ich dieser Totter? Der interessiert mich mal. Da ist ja noch so irgendwie so eine Blase, ne? So eine Sprechblase irgendwie. Och Mensch! Oh, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Level. Und vor allem, wir müssen es nochmal machen, weil ich ja unbedingt wissen will, was dieser Totter macht. Denn alle grüne Sterne haben wir und Stempel. Der muss doch irgendwas Besonderes haben, ne? Was wir nicht haben. Er hat übrigens auch eine Sprechblase, ne? Gut, fertig. Aber jetzt schaffen wir das Level, ne? Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir es schaffen. So. Hundertprozentig schaffen wir das jetzt. Keine Wandsprünge. Warte mal, ich möchte mal was ausprobieren. Mir ist da gerade was eingefallen. Nee. Schade, ich dachte, dass wir so irgendwie zum Tod kommen können, aber nein. Das Trapez trot uns sowieso nur. Aber egal. Gut. Okay, Regel Nummer 1. Nicht springen während dieses Transportes. So, Regel Nummer 2. Jetzt kannst du springen. Und jetzt! Ernsthaft! Oh, ich hasse dieses Level. Und es hat kein Ende. Es will einfach nicht aufhören, dieses Level, ey. Ach Gottchen. So. Aber jetzt machen wir das endlich. Am besten nicht die Größe verlieren, ne? Hechtsprünge sind schon mal am Ende tabu. Ah! Oh, Mensch, ey. Mittlerweile müsste ja schon 20 Minuten davon vergangen sein in diesem Level, ne? Durchhalten. Das schafft man schon. Irgendwann. Irgendwann. So, und jetzt rühre und dann Schluss. Naja, Schluss nicht ganz, aber... Vielleicht gelingt es ja einem jetzt da hochzukommen. Danke. Und endlich das Ende zu schaffen.
So. Gut. Grüner Stern. Und jetzt das Finale. Werden wir es schaffen, dieses Trapez endlich zu überwinden? Vor allem, er kann schon gut springen, ne? Ja! Oh, danke. Danke. Wir haben es beendet, endlich. Level beendet. Geschafft, endlich. Meine Fresse. Ein Luigi, cool. Weg damit. Ah. Raus. Sterne hinzufügen. Und fertig, dieses Level. Endlich. Gott sei Dank, ey.